Hey Freunde und willkommen zu, naja, einer relativ späten Ausgabe Minecraft News hier auf meinem Kanal GamingGuides.de. Sorry auf jeden Fall schon mal für den Zeitpunkt, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass einige von euch noch wach sind, denn heute gibt es eine wirklich spannende und echt auch revolutionäre Sache, wenn man ehrlich ist. Es geht nämlich um ein fast schon uraltes, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber uraltes, sage ich jetzt einfach mal, Minecraft-Mysterium, was vor einigen Tagen tatsächlich gelöst wurde. Bevor wir aber ins Thema starten, gehen auch flott Grüße raus an den lieben Simons Video. Ich hoffe, ich habe mir das richtig notiert. Und ja, nice. Grüße raus auf jeden Fall an dich und deine Mom. Ja, liebe Grüße, ne? Oh Mann. Alle anderen einfach eure Like-Zahl in dem Hashtag verpacken und kommentieren, um im Lostop des nächsten Videos zu gelangen. Und außerdem lohnt sich das Kommentieren der Like-Zahl heute doppelt, denn zur Feier des Erreichen von 182.000 Abonnenten verlose ich wieder mal eine 20€ Guthabenkarte deiner Wahl. Also sei es eine Nintendo, Xbox, PlayStation 4 oder Paysafe-Karte, alles was du möchtest, falls du gewinnen solltest, kriegst du natürlich. Um teilzunehmen, musst du einfach nur ein Abonnent meines Kanals sein, was kostenlos ist, das Video hier positiv bewerten und wie eben schon erwähnt, deine Like-Zahl einfach in einem Hashtag kommentieren, damit du so eine zufällige Zahl praktisch hast. Ganz viel Glück auf jeden Fall an jeden von euch, Leute. Ja, Stichwort ganz viel Glück, das hatten nämlich auch die Spieler der folgenden Geschichte. Doch erstmal, welches Mysterium wurde dieses Mal überhaupt gelöst? Nun ja, jeder kennt ihn und jeder wahre Minecraft-OG hat ihn mindestens schon einmal in seinem Leben gesehen, diesen klassischen Ladebildschirm hier. Dieser Ladebildschirm war der Hintergrund der Minecraft-Java-Version von 2011 bis zum Erscheinen des 1.13 Updates, also das Aquatic Update. Da wurde da der Hintergrund praktisch das allererste Mal geändert und jetzt ist es ja so, nach jedem Major Update von Minecraft haben wir einen neuen beweglichen Hintergrund im Hauptmenü. Also was denkt ihr selber jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus, wie wahrscheinlich es ist, dass sich tatsächlich jemand hinsetzt, mit einem Team sei gesagt, und tatsächlich genau diesen Seed in Minecraft findet? Ich würde auch sagen, gleich null, würde praktisch, glaube ich, jeder sagen. Zumal man dann noch genau diese Stelle finden muss, das ist ja dann auch nochmal so eine schwierige Sache. Nun ja, einige Dudes haben dies tatsächlich geschafft. Schaut selbst. Der Reddit-User Tom Lacko postete nämlich das hier vor 2 Tagen. Alles eine kleine Zusammenfassung. Große Neuigkeiten. Wir haben den Seed des Minecrafts Titelbildschirm Hintergrund Panorama gefunden. Jeder sollte mit dieser Welt vertraut sein. Es ist diejenige, die immer im Hauptmenü von Minecraft in Klammer Titelbildschirm angezeigt wurde, verschwommen ist und sich langsam dreht. Es erschien erstmal 2011 für Minecraft Beta 1.8 und blieb viele Jahre, bis erst kürzlich im 1.13 und jeder Version danach ersetzt wurde, bis es erst, ich habe mich ein bisschen versprochen, also ab der 1.13 Version wurde das Ganze halt immer wieder geändert. Und niemand hat den Seed jemals gekannt. Pünktchen, Pünktchen, bis jetzt. Der Seed wurde heute am 18. Juli 2020 um 5.45 Uhr nachts gefunden, oder morgens eher gesagt. Das Ganze war in der Version Beta 1.7.3, da sind auch die Koordinaten und mit diesen 2 Seeds hier, die beide funktionieren tatsächlich, kann man dieses wunderschöne Panorama entdecken. Jetzt aber noch die kurze Zusammenfassung dessen, was passiert ist, steht hier, das Projekt begann am 14. Juni 2020, ich recherchierte so viel wie möglich über das Panorama und seine Welt, die Version, die Weltachse und die genaue Z-Koordinate unter Verwendung von Wolken und teilte meine Ergebnisse auf den Discord-Server von C1 mit, auf dem sich derzeit ein ähnliches Projekt befand. Stattfindet, so rum. Das Ganze mit Google-Übersetzer einfach mal ruckizuck übersetzt worden, mega nice. Jedenfalls wurde das Ganze ein Teil eines neuen auf Minecraft-Forschung ausgerichteten Discord-Servers Minecraft at Home diesem Projekt gewidmet und die Arbeiten begannen schnell. Minecraft at Home ist ein freiwilliges, verteiltes Computerprojekt von Boink, ich hoffe, das spreche ich aus, mit dem Benutzer ihre inaktiven Computer freiwillig zur Verfügung stellen können, um die Minecraft-bezogene Forschung voranzutreiben. Also es ist einfach ein Riesenprojekt. Eines davon war dieses Panorama-Projekt hier. In weniger als 24 Stunden nach dem Start der Panorama-Anwendung, ein freiwilliger Gastgeber auf Minecraft at Home hat diesen Seed gefunden. Diese waren ungefähr 93 Tage Verarbeitungszeit bei insgesamt 54,5 Exaflops, was auch immer das zu bedeuten hat, ich habe absolut keine Ahnung, die auf 24 Stunden komprimiert wurden. Ein weiteres laufendes Projekt ist die Suche nach dem höchsten Kaktus. Aha, derzeit haben wir einen 22 Block hohen gefunden. What? Das muss man mir mal vorstellen. Hammer. Sie können Minecraft at Home beitreten und bei anderen laufenden und zukünftigen Forschungen helfen, indem Sie sich hier unter minecraft@home.com anmelden. Also für alle von euch, die interessiert sind, Link dazu in der Beschreibung, falls ihr auch irgendwie
irgendwelche Forschungszwecke betreiben wollt, was Minecraft angeht. Und dann wurden da noch die ganzen Leute in irgendeiner Form, die mitgewirkt haben, verlinkt, die das Ganze tatsächlich geschafft haben, auch Videoclips, wie auch immer, alles oder den ganzen Reddit-Post verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Erstellt man also jetzt eine Welt in der Beta 1.7.3 mit einem der beiden Seeds hier und geht dann zu den folgenden Koordinaten, traut man kaum seinen Augen. Das ist er. Der jahrelange Startbildschirm von Minecraft. Unglaublich, aber wahr. Und gewiss auch eine echte Schönheit und man kann verstehen, warum das ausgewählt wurde. Die Wahrscheinlichkeit wirklich, diesen Seed zu finden, war wirklich so gering, das kann man ja gar nicht in Worte fassen. Und sie haben es dann mit großer Mühe tatsächlich geschafft. Also erstmal den Seed zu finden, die komplette Welt zu erkunden, auch die Koordinaten zu finden und herauszufinden mit den Wolken. Also das ist ja absoluter Wahnsinn. Aber was sagt ihr dazu? Schreibt eure Meinung dazu mal gerne unten in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr interessieren. Und lasst auch gerne ein Like da. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, würde mich sehr, sehr freuen. Denkt an das Gewinnspiel, Freunde. Einen angenehmen Abend noch. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.